verkaufen Naturkosmetik aus Marokko. Es wird alles von einer Frauenkooperative hergestellt, alle unsere Produkte. Das heisst, Naturkosmetik heisst keine Chemie drin und das ist unser Hauptprodukt, ist Arganöl. Und das Gute an dem ist, wie bei allen unseren Produkten auch, es ist alles vielfältig anwendbar. Zum Beispiel das Arganöl jetzt ist nicht nur für die Haut anwendbar, als Handcreme und so, nicht nur für feine Haut, sondern ist auch sehr gut für die Haare, gegen Spliss und so weiter. Und deshalb ist es gut an unserem Produkt, dass alles sehr vielfältig anwendbar ist. Fairtrade, wir tun dann einen guten Zweck unterstützen, eine Frauenkooperative, die alles herstellt. Ich bin ja selber von Marokko und ich brauche das Öl halt auch oft selber für meine Haare oder für meine Gesichtspflege. Und sind mir halt auf die Idee gekommen, ja, Naturkosmetik, das ist nämlich sowieso ein Arganöl-Trend und ein Trend zu Naturkosmetik. Ich kenne halt auch Leute, die bei dieser Kooperative arbeiten und so hat sich halt das Ganze aufgebaut und dann sind wir halt auch darauf gekommen, ja, für die Frauenkooperative, sozialen Hintergrund, weil uns das auch generell allen viel bedeutet. Sie haben uns gesagt, sie sind Fairtrade zertifiziert und sie unterstützen die Frauen unterstützen mit Bildung und auch ihren Kindern vor allem, weil der erste Schritt aus Armut ist Bildung. Und wir haben uns wie in dem Gefühl versichern, also haben wir gesagt, wir gehen sie besuchen, schauen dann, wie alles hergestellt wird. Sie sagen, ohne chemische Zusatzstoffe, handgemacht hergestellt, so wie das können versichern. Also haben wir sie besuchen und es war wirklich ein mega schöner Einblick gewesen. Es ist auch, die Arganbäume sind vom Aussterben bedroht und es ist ein geschütztes Gebiet. Und dass sie das alles pflücken müssen, ist recht erstaunlich. Und auch wir haben die ganzen Prozesse beobachten, wie das Arganöl hergestellt wird. Also von der Nuss, man tut es zuerst in der Sonne rösten, damit man die Schale besser wegbekommt. Dann wird es knackt und dann hat man ganz kleine Mandeln und von dem wird dann das Arganöl gepresst. Das ist ein sehr aufwendiger Ablauf. Wir sind ein Teil von unserem Gewinn auch spenden am Schluss. Und wir wollen dann nicht irgendetwas, unser Geld irgendwo anders spenden und dann den Kunden erzählen, es ist gut, es ist Fairtrade. Wir wollen eben voll dahinter stehen können und für das ist das halt ein sehr guter Einblick. Auch ihnen können zu helfen und wir haben auch gemerkt, dass es extrem schwierig ist, die Nüsse zu knacken, weil ich meine, es kostet eine Frau etwa 14 Stunden für 1 Liter Arganöl. Und wir haben mal selber versuchen und wir haben für eine Nuss 15 Minuten gehabt. Also es ist wirklich extrem schwierig. Es hat uns auch Freude gemacht, können diesen Frauen zu helfen und einen Einblick in ihre Kultur zu bekommen. Weil das gibt es schon seit mehreren tausend Jahren. Das machen sie seit mehreren tausend Jahren so. Auf Deutsch heisst der Name das geheime Gold. Und weil halt das Arganöl sehr selten ist und das auch der Arganbaum, den sieht man da auf dem Bild drauf, ist auch in unserem Logo vorhanden. Der wächst nur in Marokko, ist auf dem Aussterben bedroht, der Baum. Und deshalb nennt man das Arganöl, weil es eben nur daraus gepresst werden kann und es recht kostbar ist. Auch das Gold von Marokko, weil es eben nicht so bekannt ist, noch nicht so bekannt ist, haben wir das auch noch ein bisschen so als Geheime angekämpft und dann tönt es gerade so schön.